Janik, am 6. Dezember kommt ja wahrscheinlich das neue Warzone raus und ich werde es auf jeden Fall dann auf der PS5 spielen, weil ich bin mega gehypt. Hast du einen Geheimtipp, was ich irgendwie in den Controller-Einstellungen einstellen muss? Auf jeden Fall. Ich habe zwei Einstellungen dabei, die werden es dir auf jeden Fall deutlich, deutlich leichter machen. Das eine ist das Rutschen-Hechtsprung-Verhalten. Da stellt man auf nur Rutschen, hat den Hintergrund, dass du dadurch den Slide-Cancel von Warzone 1 wieder kriegst. Oh, geil. Wenn du nämlich das auf Rutschen und Sliden hast, dann braucht dein Controller einfach eine Weile länger, um halt zu checken, hat er jetzt getippt oder hat er gehalten. Mhm. Entsprechend dauert das alles ein bisschen länger. Wenn du das einfach auf nur Rutschen stellst, dann wird es flüssiger. Sollte die Meta irgendwie in die Richtung gehen, dass der Hechtsprung doch wieder nützlich wird, dann kann man es natürlich wieder umschalten. Und das andere ist das manuell Feuerverhalten, nennt sich die Einstellung. Findet man beides in den Controller-Einstellungen unter Gameplay. Mhm. Das sorgt dafür, dass wenn man eine der Salvenwaffen benutzt, die normalerweise ja einen Tastendruck für eine Dreiersalve brauchen und da muss man eben ganz oft drücken, um ganz viele Salven abzufeuern, das schaltet man dadurch aus. Man hält dann einfach nur noch gedrückt und dann kommen die Salven halt automatisch nacheinander. Ja, ist ja voll geil. Nur zwei Einstellungen und dann ist man schon ein krasser Spieler? Und dann bist Spieler? Du eigentlich schon ready. Geil. Das heißt, dann kann ich mir die ersten Wins holen, oder was? Genau. Jetzt brauche ich nur noch gutes Aim. Ja, gut. Gibt es da irgendwie noch eine Einstellung, dass ich irgendwie den Aim Assist noch mal ein bisschen besser einfach den Black einstelle? Ops Aim Assist benutzen, den kann man ja auch einstellen in Controller-Einstellungen. Das ist eigentlich von denen, die da angegeben sind, der unter den Experten, der als am besten bezeichnet wird. Ich bin ja der Mega-Experte, weißt du? Ja, ja, genau. Dass du ein Experte bist, haben wir beim letzten Call of Duty-Video gesehen. Check das auf jeden Fall mal aus. Oh Gott, bitte nicht, Leute. Da wurden wir so gottlos gehatet, ey. Eieieiei. Da bist du einmal nicht da als COD-Experte und da kracht es direkt bei uns. Selber schuld. Na gut.